Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, zu Splatoon. Ja, die Story ist jetzt schon seit einiger Zeit rum und es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar habe ich es ja schon angekündigt, wir wollen denn heute uns die lustige Amiibo-Funktion noch anschauen, die es hier gibt. Genau, und das machen wir auch noch. Vorher zeige ich euch noch kurz eine Kleinigkeit, oder was heißt sagen. Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen ist heute neue Arena gekommen, weiß nicht, ob ihr die sehen könnt oder also ob ihr die schon wisst, welche das ist. Eine tolle, wie soll ich das sagen, so eine Brücke sozusagen. Das heißt die Makrelenbrücke und vielleicht zeige ich sie euch noch am Ende. Aber was ich jetzt als erstes zeigen möchte heute, ist die Amiibo-Funktion. Ich habe jetzt alle drei beisammen, was ich cool finde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der sozusagen der Special Amiibo, der dem Inksquid. Och, jetzt muss ich auch noch registrieren. Oh. Ah. Und da ist sie, die Squid Amiibo. Und ganz kreativ habe ich ihn auch Squid genannt. Tagchen, Kumpel, lieb von dir, dass du mich gerufen hast. Der juckt in den Tentakel, genau wie mir. Du brauchst eine Aufgabe, stimmt's? Er war so langweilig, dass ich mir ein paar Spielchen überlegt habe. Na, Lust auf etwas Abwechslung? Ich hörte, du hast im Octodistrikt für ein Seebeben gesorgt. Hab's sogar selber gesehen, hast die ollen Seewürmer richtig rumkrebsen lassen. So gehört sich das. So kann ich dich auf eins meiner Spielchen einladen. Na, Lust bekommen? Du gehst auch nicht leer aus, versprochen. Willst du dich an diesem Spielchen versuchen? Jetzt sag nicht, das muss ich alles schaffen. Oder ich kann mir, glaube ich, welche aussuchen. Moment mal, sind das nicht dieselben Story-Dinger? Moment mal, dann nehme ich mir mal das. Moment mal, das sind doch einfach nur die Story-Missionen. Oder wie jetzt? Na, ich nehme jetzt einfach mal die Schwamm. Den Kampf mit begrenzter Tinte. Wenn das jetzt tatsächlich echt nur die Story-Dinger sind, dann wird der Part heute relativ kurz werden, weil das muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Schwamm drüber, das sieht tatsächlich so aus. Wie auch die Story-Modus-Mission. Wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es sehr danach aus. Ja. Finde ich zwar schick und so, aber ouch. Einfach meinen Schwamm hier entfernen. Finde ich gar nicht nett. So, und tschüss. Fand ich jetzt gar nicht nett. Ja, aber ich würde mal echt fast so sagen, das sieht's echt danach aus. Finde ich ja ehrlich gesagt etwas komisch, aber okay. Und warum füllt sich mein Tank nicht auf? Jetzt sagt nicht, ich hätte nicht so viel rumspritzen sollen. Ich hoffe nicht. Ach so! Ah! Okay, jetzt habe ich das verstanden. Okay. Ich habe also doch tatsächlich zu viel rumgehört. Hätte wohl nicht sein sollen, zumindest dieses Mal. Ah, okay. Geheimtinte mal anders. Ja, gut. Und dann mache ich das jetzt nochmal. Okay. Aber tatsächlich sind es anscheinend doch nur die Story-Missionen. Und man nur sollte halt gucken, dass man halt nicht zu viel spritzt. Okay. Dann habe ich das ja jetzt so einigermaßen verstanden. Ja, kommt doch her. Kommt doch her. So, meine Güte. Okay, das scheint aber echt tatsächlich das zu sein. Joa.
würde ich ja echt fast sagen. Der Part wird echt ganz kurz werden. Ich werde jeden Amiibo einmal drauflegen und ich werde euch auf jeden Fall einblenden, was ihr bekommt, was ihr dafür bekommt, wenn ihr diese Aufgaben macht. Nämlich bekommt ihr einen Satz cooler Outfits. Ich denke mal, aber die meisten von euch kennen die schon. Vielleicht, ja genau, vielleicht seht ihr sie auch jetzt ja schon. Die blende ich hier am besten jetzt eben ein, dann passt es am besten. Zum einen bekommt ihr für den Squid ein so einen Robo-Anzug. Ja, geh runter, das ist auch okay. Für den Inkling Boy bekommt ihr eine Samurai-Uniform. Und für das Inkling Girl bekommt ihr eine Schuluniform. Oh, am besten lasse ich die Gegner am besten einfach in. Ach so, jetzt habe ich eh schon wieder verloren. Na, okay. Also wie gesagt, das wird wohl echt ein kurzer Part werden, weil ich glaube, wenn ich das jetzt alles euch noch zeige in jedem, jede einzelne, ich glaube, man muss eine geschafft haben und wenn man fünf geschafft hat. Die drei Spielchen links hast du vergessen. Ach, man muss alles schaffen, dann macht man so eine Bonus noch frei. Alter. Nee, also ich glaube, das wird echt den Rahmen zu sehr sprengen, weil das ist ja eigentlich nur das, was wir schon kennen. Ja, gut. Ach so, anderes Amiibo lesen lassen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Inkling Girl. Was natürlich jetzt auch wieder registriere, deshalb gibt es einen kleinen Cut. Meine Namen sind so kreativ. Hallihallo, wie schön, dass du mich gerufen hast. Du wirkst so konzentriert. Ach, apropos, magst du Konzentratorwaffen? Ich erfinde leidenschaftlich gern Konzentratorspiele. Na, auf den Geschmack gekommen? Sag mal, das warst doch du im Octo-Distrikt, oder? Wie du in diesem coolen Outfit diese Seeviecher geplättet hast, drollig. Noch drolliger wird's, wenn du die Level mit einem Konzentrator spielst. So spielt nämlich das Spielchen aus. Sieht nämlich das Spielchen, das ich mir für dich ausgedacht habe. Ja, okay. Also, wie ich sehe, der gleiche Spaß, also wieder dieselben Spielchen. Nur mit dem Konzentrator und nicht mit einem, ja. Mit einem normalen Spritzer. Ja, gut. Ich denke mal, da kann man bestimmt auch was mitmachen. Ja, gut. Also, ich denke mal, das sollte ich schaffen. Also, diese Aufgaben sind sogar etwas einfacher. Auch wenn ich ehrlich gesagt mit dem Konzentrator so gut wie nie spiele, weil ich den, ehrlich gesagt, ja, wie soll ich das sagen? Nicht so wirklich mit ihm umgehen kann, aber. Aber gut. Boah, Alter, das war schon wieder richtig knapp. Boah, Alter. So. Ja, ich mache das jetzt auch ein bisschen schneller hier. Wie gesagt, wir kennen das alles schon. Es ist alles dasselbe, was man schon kennt. Es sind die gleichen Aufgaben. Aber immerhin kann man das auch gut nutzen, um noch diese Dinger zu farmen. Wenn man da unbedingt die auch noch zusammen haben will. Komm, ich erwisch dich schon noch. Ha, jetzt badet der da. Hahaha. Voll erwischt. Und das geht so aber auch einfacher. So. Ja, also wie gesagt, wer noch diese Hyper-Mega-Outfits da haben kann, ich weiß nicht, wie genau der Vorteil von denen aussieht. Aber dafür ist es auf jeden Fall. Der kann sich diese Amiibos mal anschauen, aber ob man es unbedingt braucht, das muss jeder selber wissen. Das muss jeder selber wissen. So. Machen wir noch hier ein bisschen. Ah, das wird jetzt lustig mit diesem dämlichen Fisch. Ah, gut, hat geklappt. Ah ja, wisst ihr noch, damals ganz zu Anfang da, diese ganz schön gemeine, diese ganz schön gemeine. Alter, ich erwisch dich schon noch, sag ich doch. Diese ganz gemeine Schriftrolle da, aber das Spiel hat ja schon so die ein oder andere böse Schriftrolle im Petto gehabt.
Ja, das war schon was, das war schon was. Aber gut, wird jetzt auch Zeit hier, dass dieses Offline-LP jetzt auch mal langsam vorbeigeht. Na gut, was Projekte beenden anbetrifft, da muss man mich nicht fragen. Ich will ja nur unter anderem Zelda Wünsche, Zelda Majora's Mask so ganz schwach erwähnen, so. Ah, nein. Nein, 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 das muss ich aber echt mal bald mal wieder machen. So, du drückst auch eine direkt rein. Und dann schnappen wir uns natürlich das Ding. Aua, da ist ja noch einer. Erschreckt mich doch nicht einfach so. Finde ich gar nicht nett. So. So, wäre der auch besiegt? Ach, jetzt muss ich da ja hoch auch noch. Kann ich den da erwischen? Ja, aber na gut, wenn ich mich auf diesen Turm da stelle. Okay. So. Kavum und Kavum. Boah, das ist anstrengend da hoch. Aber gut, passt ja auch. Gut, ich denke, wir müssten beim Ziel sein, ne? Zumindest meine ich, dass da noch das Ziel war. Doch noch ein bisschen. Gut, aber eine Sache bin ich euch natürlich auch noch schuldig. Und das wäre die Wertung, die ich dem Spiel gebe. Genau. Und die setzt sich aus beidem zusammen, also online und offline. Wobei ich dazu natürlich noch eine Kleinigkeit sagen muss, aber ich nenne sie euch jetzt erstmal. Ich würde auf 84 gehen. Der eine oder andere wird jetzt sagen, boah, ist doch voll wenig. Der andere wird sagen, vielleicht ist das schon zu viel. Der Metacritic im Spiel lautet eine 81. Und ich finde, ein bisschen hat er schon mehr verdient. Es ist ein cooles Spiel, auf jeden Fall. Nur im Multiplayer, beziehungsweise im Online-Modus. Im Offline. Es ist zwar auch okay, aber naja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen wenig. Also gut, es gibt diesen Story-Modus, den ich auch in erster Linie bewerte. Nur, ich finde, der ist nett und so, aber der ist jetzt nichts, wo man sagen würde, ja, das ist mega und muss man unbedingt spielen. Also, nee, und ich finde nur den Online-Modus, nee. Aber man muss auch mittlerweile dazu sagen, anfangs, als das Spiel rausgekommen ist, also da weiß ich jetzt nicht so ganz, da wäre ich vielleicht sogar noch unter 80 gegangen, weil, ja, da war ja noch sehr wenig. Ich glaube, es gab am Anfang nur fünf Arenen oder so. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, so an die 10 oder so. Und auch was alles an Waffen und Kleidung neu hinzugekommen ist. Also da muss man schon sagen, da haben sie sich auch viel auf Aufwand betrieben. So, und das fand ich jetzt natürlich sehr nett von dir, du dämlicher Fisch. Aber gut. So, und ich habe auch gesehen, dass mich jemand angeschrieben hat. Deshalb muss ich gleich den Part beenden. So, aber jetzt holen wir uns erstmal noch diesen Octoling, nee, nicht Octoling, keine Ahnung mehr, wie die heißen, Wels oder so, ne? Naja, wie dem auch sei. Gut, und dann schauen wir uns jetzt noch zum Abschluss die des Inkling Boys an. Du hast es geschafft. Dann kommen hier, wie versprochen, die Belohnung. Ja, und ich sehe, man muss echt tatsächlich alle hier nochmal schaffen. Pff, das ist ein bisschen krass, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So, ich lese nochmal eben den Inkling Boy ein und dann sehen wir uns gleich bei dem letzten, bei der letzten Aufgabe. Und da ist der Inkling Boy, genannt Ink Boy. Hallöchen, das ist aber eine Überraschung, dass du mich ausgewählt hast. Jetzt bin ich aber komplett von der Rolle. Du solltest aber nicht aus selbiger fallen, ich habe da nämlich was für dich. Ein paar coole Rollerspiele, willst du die Hauptrolle übernehmen? Du hältst dich gern mal im Okto-Distrikt auf, was? Ich hab dich gesehen, hast den Oktonalien die Taucherlampen ausgeknipst. Da wusste ich sofort, du wirst meine Spielchen über alles lieben. Du musst einfach nur dieselben Level mit einem Roller durchspielen. Und was sagst du? Hier wartet schon eine Belohnung auf dich. Genau. Auch wieder dasselbe, nur diesmal als Roller. Finde ich aber eigentlich sogar eine ganz coole Idee, wenn ich ehrlich bin. Machen wir das nochmal. Mit dem Roller. Das finde ich eigentlich auch ist eine coole Idee. Also, die Amiibo-Funktion erweitern das auch noch. Also,
Nur ehrlich gesagt hätte ich dann lieber noch andere Missionen gesehen als dieselben, nur mit ein bisschen, nur in einer etwas anderen Art, meiner Meinung nach. Aber gut, ich finde auf jeden Fall diese Idee auch gar nicht mal so schlecht. Passt ja eigentlich. Ich wollte mich, für was den Online-Modus betrifft, noch ein bisschen auch mal mich mit Rollern versuchen. Ich weiß eigentlich, was das angeht, spiele ich eigentlich nur, der eine oder andere weiß es bestimmt, mit diesen Junior-Klecksern oder wie sie heißen. Und ja, also ich hätte da auch, wie gesagt, schon mal echt Lust gehabt, das auch mal mit so einem Ding zu versuchen. Oh, da muss man aber natürlich auch konzentriert sein. Das merkt man. Dafür kann man ganz leicht den Gegnerbereich hier einfärben. Ach, ich muss ja nicht die Schriftrolle suchen. Die brauche ich ja hier nicht. Aber es ist echt, es ist, wie ich bereits sagte, eine coole Idee. Moment mal, konnte ich da hinspringen? Konnte ich. So, und euch besiegen wir natürlich auch. Haha, ich kann sie ja sogar überwalzen. Ich kann sie ja sogar überwalzen. Ja, also gewisse Dinge werden sogar mit den Waffen, auch mit dem Konzentrator, bestimmt auch das ein oder andere leichter. Aber auch das ein oder andere schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen diese Dingenskirchen da, diese Dingskirchenmission, wo da beispielsweise diese Sniper waren. Ich könnte mir vorstellen, die wären nicht ganz so einfach dadurch. Aber gut, so. Und vielleicht weißt du bestimmt auch, der ein oder andere hier war zum Beispiel, die hier. Oh, und das wird lustig werden. Wow. Ich hoffe, ich komme da hoch. Ich überroll euch einfach. Ihr könnt doch gar nichts. Aber gut, die müssen ja auch so. Es muss ja gehen, weil sonst hätten sie es ja gar nicht machen können. Oder ich muss das mit dem Sprung machen. Alter, das ist jetzt nicht einfach. So, jetzt muss man echt im Sprung machen. So, und wer erinnert sich noch an diese gemeine, an diese richtig gemeine Dings, Schriftrolle? Das war schon nicht ohne. Also echt, ich kann euch, ja, also wenn man auf jeden Fall auch ein bisschen Training mit den Waffen haben will, dann ist das, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht. So schlecht. Gut, man muss natürlich noch eine gewissen Spezifikation noch gucken, weil das ist jetzt sozusagen nur ein Standardroller und nicht beispielsweise der beste Roller, den es gibt oder von der Stärke her, aber genauso wie es auch mit dem Konzentrator ist. Aber eine coole Idee ist es auf jeden Fall. Eine coole Idee ist das auf jeden Fall. Oh, und jetzt erwische ich den nicht. Na egal, ich nutze jetzt einfach die schöne Tinsuka und hau mich selber weg. Juhu. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, naja. Aber gut, ich hoffe, insgesamt, so im Nachhinein betrachtet, hat euch auch das LP gefallen von dieser neuen IP von Nintendo. Es war auf jeden Fall, abschließend zu sagen, nochmal ein sehr interessantes Spiel, was jeder eigentlich auch mal gespielt haben muss, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen was anderes auf jeden Fall, als dass man es so kennt. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe euch auch beim Zugucken. So, jetzt möchte ich nur noch da hoch und diese letzten Dinger da. Ach, das ist ja sogar noch so ein Tinsuka-Teil. So, das war's dann auch wieder. Ah, da wird man noch im letzten Part gestört. Naja, gut, wir sind ja jetzt gleich am Ziel. Och, das war immer noch. Ich will doch nur noch ins Ziel kommen. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will nur noch ins Ziel. Ich will nur noch ins Ziel. Ich will nur noch ins Ziel. Ah, und das ist das Ziel. Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich auch nochmal für das letzte Mal eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Projekt wieder. Online kommen aber noch, das sei der ein oder andere Part bestimmt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Projekt. Bis dann und tschüss. Euer Jake.